Aktien ist meiner Meinung nach das richtige Instrument, wenn du gewisse psychologische Voraussetzungen erfüllst. Heißt? Ja, das heißt. Ist ganz, also ganz wichtig ist dass du bei Aktien nicht Panik, dich nicht Panik ergreift, wenn die Aktienmärkte gerade mal fallen. Und man weiss, und das weiss man wirklich, dass jeden zweiten Tag die Aktienmärkte fallen. Also wenn du die Zeitungen anschaust, wirklich so, jeden zweiten Tag. Das ist effektiv so, es ist nicht übertrieben. Jeden zweiten Tag ist ein schlechtes Gefühl. Und wenn du merkst, das schlechte Gefühl, oder, das nimmt dich zu stark mit, dann sind Aktien gefährlich, weil du sie dann verkaufst, wenn sie gefallen sind. Also dann, wenn sie billig sind, verkaufst sie du. Mhm. Und du kaufst sie dann, wenn sie gestiegen sind, weil dann fühlst du dich sicher und dann zahlst du viel zu viel für die Aktien. Mhm. Aktien darfst du nur machen, wenn du sagst, mir ist egal, was die Aktienbörse macht, auch wenn es ganz schlimm in der Zeitung steht. Du musst dir vorstellen, es ist Ausverkauf. Oder? Wenn die Börse runtergeht, heisst das Ausverkauf. Alles ist Discount. Oder du gehst auch nicht Kleider im Ausverkauf verkaufen, sondern du gehst im Ausverkauf kaufen. Also dann, wenn es wirklich am schlimmsten ist, solltest du Aktien kaufen. Also das ist wichtig, du musst dir einfach das bewusst sein. Und das geht total gegen den Strich. Immer dann, wenn alle Leute sagen, die Aktienmärkte werden nie mehr sich erholen, sie sind so schlimm, sind sie ja noch nie gefallen und alle haben nur verloren, dann musst du eigentlich sagen, super, ist Ausverkauf. Also es ist wirklich schwierig. Ein schwieriges Thema, aber wenn du heute die Situation anschaust, auf dem Bankkonto kommst du keinen Zins über. Auf den Obligationen hast du heute bei sicheren Schulden negative Zinsen. Also bleiben dir eigentlich nur noch Aktien. Von diesen liquiden Mitteln neben dem Real Estate. Und das ist vielleicht auch der erste Punkt, also wir müssen uns über Aktien unterhalten.